Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, komm, ihr seid alle kaputt, rauf auf den Platz, seht mal zu, dass das Bestmögliche dabei rumkommt, sondern sie erwarten schon auch, da ist die Ordnung sozusagen beibehalten und immer wieder hergestellt wird. Naja, das müssen wir jetzt versuchen eben hinzubekommen, ne? Stück für Stück. Also natürlich wird man auch sehen, dass die Belastung schon ganz gut war und man wird dann natürlich auch sehen über die Dauer des Spiels, dass vielleicht die Kraft ein bisschen verloren geht. Aber dass wir jetzt eben auch die anderen Dinge, was die Abstimmung angeht, das, was ich eben gesagt habe, das Miteinander angeht, dass man das jetzt verfolgt, dass man schaut, dass dort, da wird sicherlich noch der eine oder andere Fehlpass dabei sein, einfache Fehler dabei sein, aber ich denke, das ist normal. Haben Sie vor, alle ein paar Minuten zu sehen auf dem Platz? Also wir haben jetzt Tom Tribol heute nicht dabei, der ein bisschen Magen-Darm-Probleme hat und natürlich werden wir nur zwei Torhüter einsetzen, nicht vier. Aber ansonsten versuchen wir alle mal ein bisschen ein paar Minuten spielen zu lassen. Vielen Dank. Alles Gute. Ein Wort noch zum Regen, den wir hier hatten und dem Platzverhältnis. Ist das so okay oder nur so lala? Also wenn wir haben ja heute Morgen extra auch unser Programm nochmal umgestellt, damit man heute Abend nochmal eine ganz gute Fläche bekommt. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch ein Platzregen runterkommt. Wenn das passiert, dann wird es natürlich eng.